So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute am 5. Januar 2022. Es ist Mittwoch und gemeinsam mit Markets wollen wir uns wieder einen Blick auf die Märkte gönnen. Ja, der DAX bullisch auf dem Weg in Richtung Allzeithochs, aber das wird nicht ganz so getragen, zumindest nicht seitens des Tech-Sektors, der gestern dann doch etwas stärker unter Druck geraten ist. Infolge dieses Spikes höher in US-Zinsen, den wir zu sehen bekommen haben, haben wir es wieder auf die Niveaus aufgemacht in Richtung der 1,7%-Marke. Ich würde das noch nicht überbewerten, aber nichtsdestotrotz, es sollte auf jeden Fall so ein bisschen im Hinterkopf behalten werden. Also beispielsweise nehmen wir mal Tesla als sehr stark ins Jahr gestartete Titel. Tesla hat einen sehr scharfen Rücksetzer gesehen, macht sich jetzt so ein bisschen auf in Richtung Gap Close von diesem starken Delivery Gap Up, welches wir zu sehen bekommen haben. Und hat sich gestern von den initialen Abschlägen nicht wirklich erholen können. Auch eine Roku zum Beispiel als Titel, den man dort so ein bisschen auf dem Schirm haben sollte, infolge dieses doch relativ jetzt auch höheren Gewichts, welches er innerhalb des ARK Innovation ETF Portfolios von Katie Wood beinhaltet, zum Beispiel Wachstumsaussichten, die summa summarum immer noch sehr, sehr solide sind, ebenfalls stärker unter Druck hat oder ist aus dieser bullischen Konsolidierung, die ich dort in der Discord-Community zum Thema gemacht hatte, nicht auf der Oberseite ausgebrochen, sondern stattdessen jetzt auf der Unterseite ausgebrochen. Sieht eher danach aus, als wenn wir uns vielleicht nochmal darauf einstellen sollten, dass das doch mal zu einem Retest der 200er-Region eben tatsächlich kommt. Ja, erstaunlicherweise allerdings auch dieser Spike höher in Zinsen, der nicht korrespondierte mit Schwäche in Gold. Und das ist wiederum etwas, das so ein bisschen Sorgenfalten vielleicht nach sich ziehen sollte. Also zumindest seitens der Bullen. Denn wenn du einerseits einen Spike höher in Zinsen siehst, so eine Realverzinsung, die eigentlich sich weniger stark negativ darstellt, was eigentlich alles an allem summa summarum ein bärisches Umfeld für Gold ist, also zumindest kurzfristig, besonders auch vor dem Hintergrund der jüngsten relativen Schwäche, die Gold gesehen hat, dann siehst du innerhalb dieses Spikes höher in Zinsen und der soliden Performance, die Gold eben hier abbildet, vielleicht so eine leichte Risk-Off-Tendenz, die sich da herauskristallisiert. Man könnte das in die Richtung interpretieren, dass der Markt eventuell hier eine anziehende Volatilität und somit so eine Risk-Off-Tendenz beginnt zu etablieren, infolge derer dann eben sichere Häfen, in Anführungsstrichen, wie beispielsweise Gold, verstärkt nachgefragt werden. Also, wir werfen heute einen Blick drauf. Großen und Ganzen, wie gesagt, hat sich das Bild erstmal nur marginal verändert. Der Tech-Sektor ein bisschen ins Schlingern geraten, so möchte man es mal vielleicht formulieren. Mal schauen, wie sich dort die Zinsentwicklung weiter darstellt. Wir haben noch einige makroökonomischen Events jetzt in den Wochenschluss hinein, in der zweiten Wochenhälfte auch, die dort eine Rolle spielen. Heute ADP, morgen Non-Manufacturing, ISM-Zahlen, also Einkaufsmanager-Index für das nicht verarbeitende Gewerbe, Freitag dann die Non-Farm-Payrolls. Ja, da werfen wir auf jeden Fall einen Blick drauf. Bevor wir offiziell starten, zunächst einmal hier der Blick auf den Risikohinweis. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente auf Margin und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Der Hebeleffekt im Trading kann für einen, kann gegen einen wirken. Ausgehend hiervon mache man sich zunächst mit seinem persönlichen Risikoprofil vertraut und dann entscheidet man ausgehend von dem Download einer Demo über markets.com/de und entsprechenden einem risikofreien Testen eben dieses Handelsumfelds, ob der Handel mit diesen Produkten sich für einen eignet. Wenn man diese Frage dann mit Ja beantwortet für sich, dann ist der Weg zum Live-Konto zügig gemacht. Weitere Informationen auf markets.com/de, dort der vollständige Risikohinweis, aber auch die vollständige Produktpalette, physische Aktien, ETFs beispielsweise über Devisen und FX Tra oder Devisen und CFD Trading hinausgehend. Gerne auch eine E-Mail an die Elena schicken für weitere Fragen. Mich gerne kontaktieren, wenn es Fragen rund um die Märkte gibt. Einmal hier im Livestream jetzt in der Trading Chatbox oder beziehungsweise in der Chatbox dieses YouTube Streams ganz besonders, aber auch über Twitch beispielsweise parallel dazu. Gerne mich kontaktieren über Twitter, gerne mir eine E-Mail schicken, jklatt@jk-trading.com. Auf meiner Webseite jk-trading.com findet ihr unter dem Tab Forum zudem täglich eine Trading-Chatbox, wo ihr dann euch nicht nur mit mir, sondern auch mit anderen Trading-Begeistern austauschen könnt. Discord-Community steht euch dort zur Verfügung. Also nutzt da gerne die diversen Möglichkeiten. Links werde ich einstellen unterhalb dieses Videos im Anschluss an das Event. Und wir switchen einmal zack hier rüber auf die Markets X-Handelsplattform. Wir sehen den Ausbruch aus der Open Range auf der Oberseite. Ich hatte es heute Morgen schon zum Thema gemacht gehabt. Ich will aber, bevor ich jetzt weiterspreche, zunächst einmal schauen, ob hier auch alles gut gestreamt wird. Das sieht aber schon mal sehr gut aus. So, hier sieht auch alles gut aus. Und dann haben wir hier noch zack. Genau, haben wir Twitch. Also Twitch stelle ich nochmal für die YouTuber ein. Falls ihr oder falls wir früher oder später mal hier Schwierigkeiten haben sollten mit YouTube, aus welchen unerfindlichen Gründen auch immer, habt ihr die Möglichkeit, den Ausführungen hier im Morning Meeting auf jeden Fall auf Twitch zu lauschen. Also da könnt ihr auch den Kanal klassisch abonnieren.
Soweit erstmal zur Einführung. Also wie gesagt, DAX Breakout hier auf der oben, aus der Open Range auf der Oberseite. Verzeihung. Ganz kurz einmal hier in die Trading-Chatbox. Da kann man übrigens schon die Links finden. Also ich habe da schon einige eingestellt, jetzt, die wir im Laufe der folgenden Minuten hier zum Thema machen wollen. Hier ganz kurz die Ausführung meinerseits zum DAX, die ich da heute früh schon eingestellt hatte. Mit dem Vorteil hier oberhalb des EMA 50 auf 5-Minuten-Basis zunächst Long. Übergeordnetes Ziel bleibt weiter das Allzeithoch, ATH All-Time High. Das ist hier diese dicke rotfarbene Linie auf dem H1 an dieser Stelle um 16.300 Punkte. Das ist auch jetzt die Line in the Sand oder beziehungsweise das Ziel auf der Oberseite. Und erst mit einem Drop und Schlusskurs unterhalb von 16.000 Punkten würde sich hier an dieser Stelle das Bild eintrüben. Also ich habe diese Linie weiterhin blau gehalten. Könnten Sie jetzt auch grün zeichnen? Das ist die sogenannte Inflection, also die ich schon seit Wochenbeginn zum Thema gemacht habe, wo ich sagte, relativ einfach und plump, dass ich sage, alles, was oberhalb stattfindet, ist eher long und alles, was wir uns oberhalb konsolidieren zeigen können, konnten auch jetzt nach dem starken Opening Drive direkt zum Jahresbeginn am Montag. Da haben wir es ja gesehen. Wir öffneten zunächst unterhalb, sind dann um 9 Uhr mit der Kasse reingekommen und haben sofort einen Run höher gesehen, einen Chase, der uns über die 16.000 eben geführt hat. Wir sahen dann in Folge, naja, ich sag mal, leicht durchwachsener Vorgaben vom US-Markt. Zunächst mal, so möchte ich das mal eher bezeichnen, da gab es so einen leichten Rug-Pull-Moment. Der hatte schon allerdings am, nee, das war Montag, genau, das hat am Montag stattgefunden. Im S&P 500, den wir aber haben halten können. Ich hatte das gestern ja zum Thema gemacht. Und ja, nunmehr konsolidieren wir eben oberhalb hier im DAX und sehen eben jetzt gestern, sahen zunächst einmal auch durch europäische Vorgaben zunächst einmal Bullishness, die auch in den Abend hinein, trotz dann durchwachsener Vorgaben seitens der US-Märkte, haben größtenteils verteidigt werden können. Darf man durchaus legitim, glaube ich, als mögliches Zeichen von relativer Stärke im DAX werten. Also vielleicht ist das jetzt auch so ein bisschen so ein Aufholmoment. Mich würde es überraschen. Also ich muss weiterhin gestehen, wenn ich längerfristiges Portfolio aufzubauen hätte, dann würde ich nicht unbedingt europäische Titel mir in dieses Portfolio holen. Auch vor dem Hintergrund der nicht nur gesellschaftlichen Verwerfung, sondern auch des durchwachsenen konjunkturellen Ausblicks. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, in Summe komme ich nicht zu einem besonders günstigen Umfeld. Also das ist nicht ein Wachstumsumfeld zwangsläufig, in dem wir uns besonders hierzulande innerhalb der größten Volkswirtschaft der Eurozone, also in Deutschland, wiederfinden. Ich glaube, da kommt eine ganze Menge Unsicherheit, das viel auch teilweise Fantasterei, möchte man es vielleicht bezeichnen. Ich möchte das gar nicht abwerten. Also ich meine, ich finde es sehr gut, dass jemand wie beispielsweise hier Herr Lindner von der FDP auch der Wahlkampf im Hinblick auf beispielsweise Digitalisierung und Innovation und dann auch im Hinblick auf beispielsweise Nachhaltigkeit, im Hinblick auf Energie und so weiter, dass damit nicht nur Wahlkampf betrieben wurde, sondern dass man das irgendwie auch glaubte, initial jedenfalls. Nur hat es dann jetzt relativ zügig im Anschluss an diesen Wahlkampf eben doch schon die eine oder andere Schelte für, ich nenne sie mal, gutgläubige Bürger gegeben, die auch im Hinblick besonders auf die FDP an andere Dinge geglaubt haben, die dort kommuniziert worden sind und wo es dann relativ schnell eine 180-Grad-Wende gab. Und da stellt sich dann schon so ein bisschen die Frage, ob diese wohlfeilen Versprechen, die da gemacht worden sind, ob die wirklich so realistisch sind, ob die überhaupt umsetzbar sind, wo du von ja erstmal pauschal ausgehst, du gehst ja, beziehungsweise als junger Mensch, so möchte ich mal sagen, als jemand, der jetzt vielleicht schon ein paar Jahre sich Wahlkampf mal angeschaut hat und dann auch mit Politikern auseinandergesetzt hat, da kommst du relativ zügig wahrscheinlich auch zu dem Schluss, dass du sagst, naja, da wird erstmal geredet, da wird im übertragenen Sinne erstmal geschossen und dann wird anschließend geguckt, ob die News überhaupt nachhaltig war. So ähnlich wie auch beispielsweise irgendwelche News mit den Ticker laufen bei Einzeltiteln, wo dann es heißt, weiß ich nicht, SEC-Untersuchung, ausgehend von Bilanz, Ungereimtheiten beispielsweise, da fragst du als Portfolio-Manager nicht nach, ob das in irgendeiner Form gerechtfertigt ist. Wir erinnern uns in dem Zusammenhang an ein Beispiel letztes Jahr, zum Beispiel Plug Power. Wo wir recht scharfe Abschläge gesehen haben, weil solch eine Ankündigung, solch eine News, dass da eben das Untersuchung gibt, nie wirklich gut ist. Da wird erst verkauft und dann wird anschließend die Frage gestellt. Und so ähnlich ist das auch in der Politik, möchte man vielleicht an der Stelle sagen. Und jetzt kristallisiert sich mehr und mehr eben heraus, dass da eventuell doch viele
ja, Versprechen gemacht worden sind, die eventuell nicht ganz so realistisch umsetzbar sind, so möchte ich mal formulieren. Und genau das lässt natürlich Sorgen aufkommen. Sind die Wachstumsaussichten wirklich so gegeben? Ist das wirklich realistisch, auch im Hinblick beispielsweise auf nachhaltige Energie und dergleichen? Die Widersprüchlichkeiten, die sich zum Beispiel ergeben, jetzt erinnern wir uns dran, im Hinblick auf das Abschalten zum Beispiel von, ich glaube, es waren drei Atomkraftwerke, glaube ich, zum Jahreswechsel, die abgeschaltet werden sollen. Zeitgleich läuft über den Ticker, dass man seitens der EU jetzt Energie, die aus Erdgas oder auch aus Atomstrom gewonnen oder aus Atomenergie gewonnen wird, dass das jetzt als grün deklariert werden soll, weil man doch festgestellt hat, dass das vielleicht ein bisschen problematisch werden könnte im Hinblick auf die Versorgung der Bevölkerung mit Energie, nicht nur in Bezug auf Deutschland, sondern auch mit allen anderen Mitgliedstaaten. Das war das mit den AKWs. Ach so, genau. Und dann fokussiert man sich beispielsweise auf solche, ja, durchaus aktuell sehr heiße Themen. Darauf verweise ich jetzt auch schon mal, weil wir gleich noch einen Blick drauf werfen. Natürlich einmal Tesla, aber dann auf zum Beispiel gerade eine sehr, sehr heiße Aktie in dem Zusammenhang, nämlich Ford, Elektromobilität beispielsweise, und dann eben plötzlich sich dafür ausspricht, diesen Wirtschaftsarm voranzutreiben und dabei komplett auszublenden scheint, dass man mit dem Abbau von Lithium, der essentiell wichtig ist, um beispielsweise die Batterien herzustellen, um die Elektromobile dann auch betreiben zu können, beziehungsweise um die auch fahren lassen zu können, tatsächlich einen regelrechten Raubbau einfach an der Umwelt betreibt, wo man dann schon ein bisschen so die Frage aufwerfen muss, ob die Herrschaften, welchen die dort die Entscheidung ziehen, Politiker, ob die eben dann wissen, wovon sie sprechen. Aber wir schweifen so ein bisschen ab. Also, wie gesagt, diese Widersprüchlichkeiten, diese Ungereimtheiten und dergleichen, die lassen halt im Gesamtkontext, wenn du jetzt hier in dem Zusammenhang ein Portfolio ausrichtest, auch dann mit Aktien beispielsweise im europäischen und beispielsweise im deutschen Bereich, da wirfst du schon so ein bisschen die Frage auf, ob das wirklich eine nachhaltige Bewegung ist oder ob du vielleicht nur maximalen kurzfristigen Impuls eben zu sehen bekommst. Deswegen ist es so, dass ich jetzt hier in diesem Zusammenhang zwar diesen Push in Richtung neue Allzeithochs sehe und auch von der Long-Seite spiele kurzfristig, aber das jetzt nicht unbedingt als pauschal per se positives Signal werten würde, welches jetzt dann in irgendeiner Form mich dazu veranlasst, hier längerfristige Engagements in Betracht zu ziehen, in welchem Unternehmen auch immer, welches ich in mein Portfolio aufnehmen würde. So, kommen wir aber zurück zur rein technischen und rein Trading-Perspektive hier. Also wir sehen die Eröffnung oberhalb des EMA 50 auf 5-Minuten-Basis. Wir brechen aus der Open Range auf der Oberseite aus. Wir brechen über die gestrigen Tageshochs hier bei rund 16.200 Punkten. Und ja, folgerichtig können wir erkennen, nächster Halt Allzeithochs, wie heute früh schon eben skizziert auf der Oberseite, 16.300 Punkte. Darüber dann, darüber hinausgehend natürlich Kursziele, wahrscheinlich in 100er Schritten, würde ich jetzt mal sagen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe da noch gar keinen Blick drauf geworfen, aber das können wir ganz kurz, zack, können wir das nachholen. Und zwar Verfallstagdiagramm. Kleiner Verfall findet statt am 3. Freitag diesen Monat. Das ist der 21. Ja, genau. Bis dahin. Also wir haben noch etwas mehr als 2 Wochen, aber als erste Orientierung könnten wir da durchaus schon mal einen Blick drauf werfen. Was uns dann in der Konstellation hier interessiert, sind die geschriebenen Calls auf der Oberseite, potenziell anzuvisierende Kursziele. 16.2, hier dieser Bereich, relativ dünn. Man kann sehen, wahrscheinlich eher aus psychologischer Perspektive, weil ein rundes Level, 16.500 Punkte. Das wäre durchaus dann anzuvisierende Region auf der Oberseite, sofern wir neue Allzeithochs markieren und dann in Richtung 16, oder uns auf neue Allzeithochs ausmachen, welches anzuvisierende Ziel darüber hinausgehen läge um 16.5. So, 16.500 Punkte. Bis da hätte der DAX dann wahrscheinlich aus der optionstechnischen Perspektive durchaus noch Potenzial. Ja, und das wäre es eigentlich tatsächlich auch schon im Hinblick auf den DAX gewesen. Also aktuell, wie gesagt, Hauptfokus, wie gesagt, liegt auf den Allzeithochs auf der Oberseite. Eventuell gibt es einen kurzzeitigen Pull-in, eine kurze Korrekturbewegung. Da würde ich die 16.200er Region jetzt so als Linie im Sand heranziehen. Ich gehe davon aus, dass wir uns bis dahin, vor dem Hintergrund, dass wir jetzt auch in der nächsten Stunde dann in ein relativ dünnes Umfeld uns begeben, Stichwort Mittagspause und dergleichen, dass wir uns dann hier konsolidierend auf der Oberseite zeigen, sprich, dass sich dann auch beginnt der EMA 50 hier auf der 5-Minuten-Ebene in Richtung des Kurses anzupassen. So, ja, so würde sich das wahrscheinlich darstellen, und sollte es dann zu einem Pull-in kommen, hier in diesem Bereich um 16.2 wäre das 1,90, 200. Das wäre so ungefähr die Region, gegen die ich mich dann long positionieren würde. Mit dem Ziel 16.3 auf der Oberseite plus 16.300 plus heißt
und höher. Und das Ganze würde ich dann tradingtechnisch dahingehend aufsetzen, dass ich sagen würde, ich würde mit einem verhältnismäßig engen Stop wahrscheinlich arbeiten, knapp unterhalb des EMAs. Also ich würde versuchen, mit recht kleinem Risiko in den Trade hineinzukommen, würde den vielleicht abpassen mit der ATR, also mit der Average True Range an der Stelle, wo ich dann sagen würde, hier unten, Moment, wir machen es hier oben gleich rein, Indikator hinzufügen. Average Range haben wir gleich hier oben. Da würde ich dann mit der 14er ATR tatsächlich arbeiten. Jetzt gucken wir mal ganz kurz, wo die steht bei 13 Punkten. Ich würde mal sagen, maximal 30 Punkte Risiko. Also 30 Punkte unterhalb des EMAs würde ich wahrscheinlich meinen Stop setzen. Das hieße an der Stelle, das wäre ein klassischer Vola-Stop. Da wären wir bei rund 1,60, 1,70 Pi mal Daumen Stop ungefähr, Stopweite. Das läge auch im Bereich, ja, ein bisschen ungünstig, weil es im Bereich um den Kassa oben liegt. Vielleicht würde das der eine oder andere noch mit einbeziehen, würde den Stop knapp drunter setzen, weil du sagst, vielleicht ein Retest des Kassa oben ist. Aber also unterm Strich bleibt das CRV auf jeden Fall rund 3 zu 1 für solch ein Intraday-Setup. Eben hier sollten wir solch einen Pull-in zu sehen bekommen. Und wie gesagt, das ist eine erste Orientierung, bei der ich vielleicht, je nachdem mit welcher Dynamik wir auf die Allzeithochs laufen, vielleicht ein kleines Teilgewinn mal auf den Weg bringe. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir in den kommenden Tagen bei Bruch über die 16,3 auch weiteres bullisches Momentum eben da aufnehmen. Und das, was eben hier auch zusätzlich treibend eben wirken kann, nochmal zusätzlich beschleunigend auf der Oberseite, das könnte ich mir vorstellen, wäre eine beginnende Erholung im Hinblick auf die US-Aktienmärkte. Den S&P an der Stelle oder auch den Nasdaq, wo allen voran allerdings den S&P. Wie gesagt, wir haben gestern einen recht durchwachsenen Handelstag erlebt. Einige Einzeltitel, besonders aus dem Tech-Bereich, da werden wir wie gesagt gleich einen Blick drauf werfen, die haben ordentlich federn lassen müssen. Hauptgrund für diesen Rollover, also wir sehen, das kam nicht direkt right from open, also sofort von der Eröffnung. Wir haben im Bereich der Allzeithochs hatten wir höchstens sogar marginal neue Allzeithochs markiert, sieht so aus. Ja, marginal. Also hier, worauf ich mich hier hauptsächlich beziehe, ist der Kassa Open 15:30. Das heißt also Eröffnung rund um die Allzeithochs, so wie wir das auch im Morning Meeting, glaube ich, skizziert hatten, mit diesem leichten Gap Up an der Stelle. Und dann rollten wir eben über ab 16 Uhr ganz besonders, na wohl, gar nicht mal. Nee, stimmt nicht. Nee, ich hätte jetzt fast gesagt ab 16 Uhr, weil dort die ISM-Zahlen rausgekommen sind, aber tatsächlich kam tatsächlich erst danach, 16:30, 17 Uhr, so roundabout, stärkerer Abgabedruck auf, getragen besonders von größeren Titeln, also besonders jenen, die diese Aufwärtsbewegung hauptsächlich getragen haben, weil allen voran zum Beispiel eine Apple. An der Stelle, hier haben wir es gesehen, wenn der Apple beginnt, dann so ein leichtes Top-Out eben zu fabrizieren und hier um 180 ausgehend von seinen markierten Allzeithochs beginnt überzurollen. Und das ist nur eine marginale Bewegung. Also wir reden hier von rund 1%. Also das ist nichts Dramatisches eigentlich. Also Apple ist immer noch verhältnismäßig stark. Aber wir haben natürlich andere Tech-Titel, dann beispielsweise, wie gesagt, eine Tesla, die sehr, sehr stark gelaufen ist durch diese Delivery Numbers, die jetzt auch beginnt, auch wenn sie nicht innerhalb dieses sogenannten Fangman-Kartells, also diesem Komplex aus Tech-Giganten, Facebook, Apple, Netflix, Google, Microsoft, Amazon und Nvidia. Da steht Tesla, es steckt Tesla noch nicht mit drin, aber nichtsdestotrotz haben wir natürlich eine hohe Signifikanz durch eben die auch Retail-Teilnehmer, beziehungsweise jetzt auch dann die Portfolio-Manager, was ich gestern skizziert hatte, die immer mehr und mehr ausgehend von diesen massiven Wachstumsaussichten, die Tesla eben hat im Elektromobilitätsbereich, den Fokus dann auch innerhalb ihres Portfolios auf diesen Titel auslegen. Und wir haben eben dann gesehen, in diesem Big Tech-Bereich, so bezeichne ich ihn jetzt mal an der Stelle, auch wenn Tesla ein Autobauer ist, aber ein Tech-Unternehmen, das kann man da durchaus auch drin erkennen, wiedererkennen. Fakt ist auf jeden Fall, dass wir in diesem Zusammenhang eben dann begonnen haben, besonders auch im Nasdaq, stärkeren Abgabedruck eben zu sehen, der sich dann auch zügig beschleunigte. Also wir eröffneten auch hier im Bereich der Allzeithochs, wenn wir das mal hier unten auf dem Daily uns anschauen. Und wir sahen dann eben hier durch anziehende Zinsen, da werden wir gleich noch einmal separaten Blick drauf werfen, sahen wir eben von 16.500 relativ zügig 200, 300 Punkte Abgabedruck. Während zeitgleich wiederum der Dow Jones zum Beispiel, den haben wir jetzt hier nicht drauf, aber obwohl, den habe ich hier. Während der zum Beispiel zeitgleich sich verhältnismäßig stabil präsentierte. Also der konnte in diesem Zeitfenster zwar auch sich diesem Pull-in nicht entziehen, aber der hat ausgehend von seiner Eröffnung um 15:30 Uhr hat den Großteil eben dieser Aufschläge verteidigen können, beziehungsweise ist nicht tief ins Minus gelaufen für den Handelstag. Und da hat man halt gesehen, dass das hauptsächlich Tech induziert war, hauptsächlich getragen durch eben diesen Spike
in 10-jährigen Zinsen. Ich will das mal ganz kurz hier zeigen. So. Wir könnten uns auch den T-Note-Future anschauen, aber da müssten wir auf dem Kopf denken, in Anführungsstrichen. Deswegen nutzen wir hier mal gleich die Zinsbetrachtung. Wir sehen von Anfang an des Jahres eigentlich, also vom 3. Januar eigentlich ausgehend von diesen Opening Drive, der sich gestern nochmal auf der Oberseite begann, so ein bisschen zu beschleunigen. Und wir toppten dann aus, knapp unterhalb von 1,7%, sahen dann in den Abend hinein so ein bisschen Abgabedruck, aber dieser anziehende Zins und diese Dynamik, der sich der Markt hat zunächst einmal jedenfalls am Montag noch entziehen hat können, der hat dann gestern begonnen, eben sich sorgenvoller unter den Marktteilnehmern zu präsentieren. Also so würde ich zumindest diese Korrelation herstellen. Und ja, der Hauptgrund eben für diesen anziehenden Zins sind weniger die tollen wirtschaftlichen konjunkturellen Zahlen, die da veröffentlicht worden sind, die man hier vorbereitet. Wir haben einmal die JOLTS, also die Job Vacancies, die nehmen eigentlich eher Inflationsdruck raus, weil die leicht unter der Erwartung veröffentlicht worden sind, beziehungsweise ja doch leicht unter der Erwartung. Also 11,07 Millionen Jobvakanzen wurden erwartet, 10,56 sind es gewesen. Also das bedeutet an der Stelle etwas eine halbe Million hier an Jobvakanzen, die eben, also die zu besetzen waren, ja, so kann man das ganz gut zusammenfassen. Ganz kurz nochmal zur Erklärung, was da die Überlegung dahinter ist. Man muss das ein bisschen weiterdenken, aber dann wird es relativ schnell offenbar. Diese Jobvakanzen, die wir hier haben, die auf absolute Allzeithochs gestiegen sind. Also das heißt, soweit kannst du gar nichts, also beziehungsweise bis zurück ins Jahr 2000 haben wir noch nie oberhalb von 10 Millionen Jobvakanzen eben ausgegeben gesehen. Und das ist ein klares Indiz, besonders im Kontext mit eben der Corona-Entwicklung und so weiter, Lockdowns. Wir haben in diesem Zusammenhang einfach ein Umfeld, wo die Menschen in Anführungsstrichen zu Hause bleiben, ihren Jobs nicht nachgehen oder beziehungsweise ihre Jobs sogar kündigen. Tatsächlich, ich muss mal gucken, ob das hier drin steht. Nee, hier steht es nicht. Wir können mal ganz kurz Folgendes machen. Der ist dünn, der Earnings-Kalender, den können wir gut sein lassen. Ich gehe mal ganz kurz auf Zero Hedge. Ich glaube, der hatte gestern dazu eine Zahl und auch eine Grafik zu publiziert gehabt, was die These unterstreicht, die ich jetzt schon vor kurzem mal thematisiert hatte, wo vielleicht der eine oder andere gedacht hat, das ist aber ziemlich, ja, wie soll man sagen, spekulativ. Und zwar, wo ich sagte, dass die Leute einfach nicht zurück in die Arbeit gehen, weil sie einfach beispielsweise zu Hause bleiben und sagen, ich strebe jetzt hier eine Karriere als Trader an, so im übertragenen Sinne, weil ich einfach mal durch eben meine Investments der jüngeren Zeit einen sehr, sehr starken Run gesehen habe und gar keine Motivation habe, hier im Low-Wage-Bereich ganz besonders mich dann in irgendeiner Form arbeitstechnisch wieder zu präsentieren, sondern ich kann auch zu Hause vom Rechner mehr oder minder spekulativ an den Märkten agieren. Sei es jetzt im Aktienbereich, Equities-Bereich, sei es eben beispielsweise im derivativen Bereich, über dann ganz speziell auch Optionen, hochspekulative, gehebelte Wege oder sei es auch beispielsweise im Kryptobereich. Und das hört sich im ersten Moment, hört sich das verhältnismäßig spekulativ an. Mein Gott, der ist ja auch aktiv, immer aktiver, immer aktiver. Wo haben wir es denn? 15 Stunden. La, 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 la. Hier, da sind sie, Total Job Openings. Wo haben wir es? Hat er das nicht noch einmal separat? Nein, hat er nicht. Okay, da muss man hier ganz kurz reingucken. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich jetzt hier die Zahl habe. Vacant Jobs. Ich hatte hier irgendwo eine Zahl von 4 Millionen gelesen, dass das 4 Millionen Leute. Hier, da ist es. But perhaps the most interesting highlight of today's JOLTS report was neither the openings nor the hiring activity. Also es war weniger der Einschätzung hier von Zero Hedge innerhalb des Artikels, dass weniger die neu geschaffenen Stellen beziehungsweise die zu besetzenden Stellen und dann der Hiring, also der Hiring-Push, das wie kann man das übersetzen? Das Anstellen der eben der Leute oder das Besetzen eben dieser Stellen, but rather the number of quits, sondern eher die Anzahl jener, die den Job eben verlassen haben. Und
Which unexpectedly, also ich weiß jetzt nicht, ob das sarkastisch gemeint ist, das unerwartet. Unerwartet ist ja auch so ein Lieblingswort, was man mittlerweile in andererlei Hinsicht auch in unseren Medien häufiger mal vernehmen kann, soweit ich das mitverfolgt habe. Which unexpectedly soared to an all-time high. Also das heißt, diese Zahl, die hier 4,5 Millionen ausmacht, ist die Anzahl jener, die ihren Job verlassen haben. Und wie gesagt, also der Grund, der kann vielfältig sein, aber einer der Gründe könnte beispielsweise sein, auch das ältere Semester in Anführungsstrichen, ja, welches sowieso eventuell knapp vor der Rente stand und dann ein Großteil der Altersvorsorge zum Beispiel im Aktienbereich, in den USA ist das üblich, eben tatsächlich getätigt hat, hat da jetzt einen massiven Zuwachs eben der Kapitalgewinne gesehen. Das sind potenziell Floating Gains, die dann eben hier angestiegen sind und die dann eben die Möglichkeit für dieses, in Anführungsstrichen, ältere Semester ermöglichen, einfach früher in Rente zu gehen. Also einfach sagen, ich habe jetzt so fürs Alter vorgesorgt, beziehungsweise die Entwicklung am Markt, die ist so günstig gewesen, dass ich einfach keine Motivation mehr verspüre, in irgendeiner Form hier in die Arbeit zurückzugehen. Neben jetzt diesem spekulativen Aspekt. Also das sollte man nicht unterschätzen. Das ist durchaus eine Komponente, die eine Rolle spielt. Aber zurückkommt nochmal hier auf die Job Openings. Also dadurch, dass wir eben hier einen leichten Rückgang dennoch zu sehen bekommen, auch wenn die Quits eine Rolle spielen, aber auch das könnte man in die Richtung interpretieren, ist das eher etwas, was dafür Sorge trägt, dass zumindest kurzfristig dieser Inflationsdruck abnimmt. Denn wenn du weniger Jobs zu besetzen hast, dann impliziert das ja unterm Strich, dass du weniger Anreize offensichtlich schaffen musst, um die Leute dazu zu motivieren, diesen Job, diese Stelle eben zu besetzen. Anders, wenn diese immer weiter steigen, dann ist das ein Indiz dafür, dass die Leute oder beziehungsweise die Arbeitgeber an der Stelle einfach schlicht zu wenig zahlen für das Besetzen dieser jeweiligen Stelle, was natürlich dann im Umkehrschluss auf den Inflationsdruck nochmal sich hinzuaddiert oder hinzukommt, der dann hier diese Inflationserwartung treibt, die dann wiederum treibend für den Zins eben ist. Also eigentlich ist das ein Umfeld, welches eher für einen Drop im Zins nach sich sorgen würde. Eine ähnliche Entwicklung haben wir auch bei den ISM Manufacturing Zahlen, also zum Einkaufsmanager-Index zum verarbeitenden Gewerbe zu sehen bekommen. Der ist tatsächlich auf das niedrigste Niveau gefallen seit nunmehr einem Jahr. So Pi mal Daumen, ne? Habe ich das richtig gesehen? Ich guck mal kurz, ob das hier steht. Lower in December from preliminary. Nein. Nee, steht hier nicht drin. Okay, also, das müsste man genau gucken, bis wo ungefähr. Aber das ist auf jeden Fall ein Drop unter die 60er-Marke gewesen, die ebenfalls zeigt, dass sich hier beginnt so ein bisschen der Optimismus einzutrüben. Also wir sind immer noch deutlich oberhalb der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Das heißt also, die US-Wirtschaft ausgehend von dieser Zahl darf immer noch erwartet werden, dass sie wächst oder dass der verarbeitende, das verarbeitende Gewerbe, dass das hier Wachstum eben sieht nach dem Drop rund um Corona. Nichtsdestotrotz ist es eben so, dass auch das eigentlich eher beginnt, auf eine abkühlende Wirtschaft also darauf hinzudeuten. Und auch das wäre eigentlich in der Lage, den Inflationsdruck so ein bisschen zu deckeln und zeitgleich eben eher für einen Drop im Zins eben Sorge zu tragen. Und dass wir aber dennoch uns haben eben auf hohem Niveau stabilisieren können, zeigt, dass zusätzlich zu diesem eben ja, stagflationären, beziehungsweise zu der Wirtschaftsstagnation, die sich daraus irgendwie abzeichnet oder beziehungsweise zumindest ein abkühlendes Wirtschaftswachstum, Stagnation sieht noch ein bisschen anders aus, glaube ich, dass das allerdings jetzt dazu beiträgt, dass sich eben dann bei zeitgleich anziehender Inflation diese eben Sorge hinsichtlich einer Stagflation wiederzuspiegeln. Was wiederum erklären könnte, um den Kreis zu schließen, was dann dazu beiträgt, dass wir beispielsweise in Gold einen entsprechenden Push höher gesehen haben. Aber im Hinblick auf diese Inflationserwartung, diese anziehenden Zinsen bei zeitgleich eben dem sich abkühlenden Wirtschaftswachstum, ist das eben einer der Gründe, weswegen besonders der Tech-Bereich von dieser Entwicklung eben zunächst einmal unter Druck geraten ist. Jetzt stellt sich allerdings dann wiederum die Frage, wie nachhaltig solch eine Bewegung ist. Also wenn wir uns ja beispielsweise bei den Nasdaq hier an dieser Stelle anschauen, dann erkennen wir, ja, war gestern mal ein bisschen holpriger, ja, wir haben mal ein bisschen Abschläge gesehen, aber nein, wir sind weit davon entfernt, hier von irgendeiner Form eines Crashs oder sonst dergleichen zu sprechen. Wir sind weiterhin solide unterwegs, wir haben natürlich jetzt einen potenziellen Fehlausbruch jetzt in den Jahresschluss hinein auf neue Allzeithochs zu sehen bekommen, aber dann wiederum würde ich sagen, wenn wir uns hier besonders eben die Stunde eben betrachten, gefühlt ist alles das, was oberhalb von 16.000 Punkten läuft, immer noch solide. Also ja, wir sind jetzt eben in einen neutralen Modus zurückgekippt und eine Rückeroberung hier, besonders der 16.400er Region, also dieses Bereichs,
müsste man schon zu sehen bekommen, um dort die Chance, obwohl sie sind gar nicht auf neue Allzeithochs gelaufen, sondern knapp drunter ausgetoppt, aber dass wir eben in diesem Zusammenhang eine Rückeroberung der 16.400 hier zu sehen bekommen, um dann eine realistische Chance haben, neue Allzeithochs zu markieren. Warten wir mal ab, wie sich der heutige Handelstag darstellt. Eventuell war das nur mal so ein kurzes Durchschnaufen und dann drehen wir wieder auf. Eintrüben, wirklich deutlich eintrüben, würde sich das Bild erst mit einem Schluss dann auch unterhalb von 16.000 Punkten hier auf der Unterseite. Dann auch allerdings zügig mit weiterem Abschlagspotenzial, welches uns in Richtung der 15.600er Region eben führen könnte. Also bis jetzt ist noch nicht wirklich viel verloren. Warnschuss ist vielleicht abgegeben im Hinblick auf die Entwicklung aus konjunktureller Perspektive und diesen Spike im Zins. Warten wir mal ab, wo heute die ADP-Zahlen hingehen, als Indikation dann auch für die Non-Farm Payrolls, ob das diesen Abwärtsdrive oder diesen sich einleitenden Korrekturmodus in irgendeiner Form weiter beschleunigt. Sollten wir unter 16.000 droppen, könnte es unbequemer werden in den Wochenschluss hinein. Bis dahin sehen wir uns aber allerdings hier auf hohem Niveau konsolidierend erstmal. Und der Modus ist bullisch mit jetzt leicht neutraler Tendenz vielleicht einzuschätzen. Nichtsdestotrotz, wenn man sich besonders dann im Hinblick hier wiederum den DAX widmet, der sich ja diesem Abgabedruck oder dieser Sorge vielleicht beginnt zu entziehen, lässt darauf natürlich den Schluss zu, sollten wir dann eine Erholung oder beziehungsweise ein Abschütteln dieses kurzfristigen gestrigen Impulses seitens des US-Märktes zu sehen bekommen, dann wäre das folgerichtig natürlich nochmal mit einer zunehmenden Beschleunigung im DAX auf der Oberseite und einem deutlichen Push auf neue Allzeithochs eben folgerichtig. Und das ist durchaus eine ernstzunehmende Option. Gestern, das ist das nächste, gestern hat sich der DAX eben diesem Abgabedruck ja einigermaßen entziehen können. Also wir haben zwar leichten Rücksetzer gesehen, aber das waren noch nicht mal 100 Punkte. Das waren schon ein Zeichen von Stärke. Mal schauen, wie sich das Bild heute darstellt. Also aktuell würde ich sagen, ein Pull-in gegen 16.2 einerseits scheint zwar denkbar, aber nichtsdestotrotz, solange wir ganz besonders auch hier dann den EMA halten können, sind die Vorgaben für den DAX weiterhin eher ganz klar bullisch. So, in Bezug auf Tesla ist das jetzt nicht unbedingt mein Titel, den ich heute hauptsächlich auf dem Schirm hätte. Tatsächlich glaube ich, ist da eher ein anderer Titel von Interesse, nämlich Ford, interessanterweise. Aber nichtsdestotrotz wollen wir ganz kurz einen Blick auf Tesla werfen und mal gucken. Die Vorbörse ist so ein bisschen durchwachsen. Also wir öffnen im Bereich der gestrigen Tiefs und somit im Bereich auch dieses Gaps, was hier aufgetan wurde. Ich bin sehr gespannt, wie das Verhalten ist, besonders hier gegen die 1110, ja, 110, 115, gegen diesen Bereich, ob wir den in der Lage sind zu verteidigen, wie wir grundsätzlich eröffnen. Könnte sein, dass wir mit so einem kleinen Flush-Out in den Handelstag starten. Wenn dann allerdings eine Erholungsbewegung einsetzt, wie gerade skizziert, dass das eben nur so ein ja, maximal, wenn überhaupt ein Sturm im Wasserglas, also das ist wirklich ein bisschen, das ist fast schon übertrieben, ehrlich gesagt. Wenn wir in der Lage sind, dann nach einem kurzen Flush eben uns gegen 1115 hier zu stabilisieren, dann könnte das durchaus ein Kandidat sein für ein starkes Reversal, der dieses übergeordnete bullische Momentum, welches eben die Deliveries hier am Sonntag und dann auch mit diesem starken Drive ins neue Jahr gezeigt haben, wieder drehen lässt, den Titel wieder aufdrehen lässt und dass wir dann relativ zügig in Richtung eben der 1200er Region uns wieder aufmachen. Also Tesla ist da in diesen Gefilden hier auf der Unterseite durchaus ein interessanter Kandidat. Ich bin sehr allerdings gespannt aktuell, was uns Ford präsentiert. Das ist sehr interessant, dass wir hier einen Drop unter die 24 sehen. Das ist so eine potenzielle Inflection für heute. Ganz kurz, Ford ist jetzt kein Titel eigentlich, bei dem du davon ausgehst, dass der mega volatil ist. Also, oder es ist grundsätzlich, also die hat eine ATR von 80 Cent roundabout, handelt hier um ungefähr $20. Das sind die höchsten Niveaus gestern dennoch gewesen, die wir seit 2001 gesehen haben, getriggert durch eine News, die über den Ticker lief, die wiederum so ein bisschen erinnert an das, was wir letztes Jahr zu sehen bekommen haben. Erinnert euch dran, wir hatten zu Beginn des letzten Jahres ganz besonders die Frage, die so aufkam, besonders im Zusammenhang mit diesem sehr starken Eröffnungsdrive damals des Jahres 2021, Nasdaq, der eben einen scharfen Push auf der Oberseite gesehen hat und alle waren fokussiert auf Growth-Titel, regenerative Energien, Elektromobilität, Tesla ganz besonders, dieser scharfe Push damals schon in Richtung der 1000, nee, 900er Region, Verzeihung, der 900er Region. Und das Interessante war jetzt, dass man sich allerdings so ein bisschen begann umzuschauen, was könnte denn die nächste Tesla sein? Und da waren wir relativ zügig dann bei Titeln aus China, also Konkurrenten, chinesische Konkurrenten, die wir dann im Laufe des Jahres immer mal wieder zum Thema gemacht haben. Da hatten wir eine NIO, da hatten wir eine XPeng, da hatten wir eine Li. Und jetzt
ist aktuell Elektromobilität ein mega heißes Thema erneut und Ford stößt in diesem Bereich vor. Gestern lief eine News über den Ticker, also neben dem Umstand, dass wir da nicht nur jetzt die News hatten, sondern wir hatten auch schon zuvor hier, man kann das erkennen, einen bullischen Breakout, der sich herauskristallisiert hat dort aus dieser Range. Der hatte sich schon eigentlich herauskristallisiert im Dezember und jetzt kam nochmal mit an auch halten dieses Moves hier in Richtung der 21 und dann dieses Gap ab gestern kam dann eine starke Beschleunigung auf der Oberseite. Das hat eine regelrechte Squeeze gegeben. War auch einer der Haupttitel, die diskutiert worden sind bei Swaggy Stocks. Also das heißt hier im Retail-Bereich, Tesla natürlich weiter, wie auch gestern schon, dass das Hauptvehikel, Trading-Vehikel oder der Hauptfokus, der da drauf liegt, aber Ford gleich an Stelle 2. Eigentlich ein super langweiliger Titel, aber im derzeitigen Umfeld ist solch eine Headline, die ja gestern vorbörslich über den Ticker lief, in der Lage, dann doch einiges an Hotness in Anführungsstrichen hier in den jeweiligen Titel zu geben. Ford plans to nearly double production of its new all-electric F-150 Lightning Pickup. Also dieses F-150, also Ford will sich auch im Bereich Elektromobilität verstärkt engagieren und plant eben infolge der sehr, sehr starken Nachfrage und des sehr, sehr guten Feedbacks, was man hier für sein Pickup dort erhalten hat, plant dort eben die Produktion zu verdoppeln. Und das ist natürlich jetzt erstmal was, das sorgt für einen Hype. Da stellt man sich jetzt schon die Frage, boah, könnten die vielleicht in eine Liga mit Tesla vorstoßen? Und dann versucht man solch eine Entwicklung eben entsprechend zu antizipieren. Wie gesagt, Ford, normalerweise im Schnitt werden da, auch wenn der Titel relativ langweilig ist, 91,5 Millionen Stücke gehen da um. Gestern sind über 300 Millionen Aktien gehandelt worden. Das war also das Dreifache, das mehr als Dreifache des durchschnittlich gehandelten Volumens. Wir haben Shares Float, also ausreichend Liquidität ist definitiv vorhanden. Und dann ist solch eine Bewegung natürlich in Anführungsstrichen outstanding. Und das, was jetzt interessant ist, besonders vor dem Hintergrund eben auch dieses potenziellen Volumen-Breakouts, den wir da zu sehen bekommen haben, ist natürlich, ob dann jetzt vielleicht der eine oder andere, auch ich sag mal, naja, das hört sich so abwertend an. Ich meine das aber nicht abwertend. Also betagtere Portfolio-Manager, ja, so ein bisschen älteres Semester vielleicht, dann seid ihr solide Value-Titel an der Stelle, die jetzt aber trotzdem auch nochmal im Bereich Automobilität, Elektromobilität in diesen heißen Sektor vorstoßen. Ford ist ein Titel, den kennt man einfach, den kann ich meinen potenziellen Investoren, die auch größeres Volumen bei mir parken in meinem Portfolio, kann ich den gut verkaufen, in Anführungsstrichen. Und die haben dann eventuell jetzt so die Motivation zu sagen, naja, jetzt bin ich mal aufmerksam geworden. Das war durchaus mal ein heftigerer Break. Also diese Bewegung könnte durchaus einiges noch an Fahrt aufnehmen. Es muss noch nicht sein, dass wir trotz dieses jetzt aktuell überdehnt anmutenden Modus auf der Oberseite fertig sind. Und durch die Gegebenheit, dass wir gestern eben im Tief gehandelt wurden, hier um 22, 22,50, den wir haben halten können und dann eben einen ATR-Move gesehen haben von 5 ATR. Moment, 5, kommt das hin? Ah, nicht ganz, nicht ganz. Zweieinhalb. Zweieinhalb, zwei, zweieinhalb ungefähr. Also 80 Cent ATR. Und dann hast du einfach hier eine Bewegung von nahezu 2 Dollar, die Aktie eben läuft, unter extrem hohem Volumen und diesen Tagesschluss im Bereich der Tageshochs. Das ist ganz interessant, weil das nämlich jetzt sich dadurch qualifiziert aus rein technischen Gegebenheiten für ein sogenanntes Second Day Play, ähnlich wie auch gestern Tesla. Und ja, nunmehr sehen wir halt in der Vorbörse, ich gehe mal ganz kurz hier, sehen wir eben, dass wir so ein bisschen überrollen. Also sieht derzeit nicht danach aus, als wenn wir sofort dieses Chase sehen, auch schon in der Vorbörse. Aber man kann erkennen, so ein bisschen längerfristig betrachtet und ausgehend eben hier von diesem Break über die 21 und dem Halten oberhalb der 21, dass hier eine potenzielle Trendlinie sich herauskristallisiert, in dessen Fokus dann so der Bereich um 23, 23, 30 ungefähr rücken könnte. Also das könnte ganz interessant sein, wenn wir jetzt so einen Gewinnmitnahme-Flush sehen zur Eröffnung, den wir hier dann in Richtung der 23er-Region uns befördern sehen, dass wir gegen diesen allerdings einen Support finden, sofern es überhaupt solch einen Flush gibt. Denn wir sehen auch, dass sich jetzt hier aktuell bereits um 24 dieser Two-Day-Rebound, also der Zwei-Tages-Volumengewichtete Durchschnittspreis eben ergibt. Und die 24, die konnte gestern auch nach einer ersten Extension auf der Oberseite hier gegen 19 Uhr ungefähr erstmalig gehalten werden. Also rundes Level, welches dort eben beginnt, eine Rolle zu spielen. Und wo wir dann eben sagen, die 24 ist die Inflection. Also zur Eröffnung 15 Uhr, Entschuldigung, 15:30 Uhr natürlich, Wall Street Opening, gucken wir einfach mal, ob die 22, 24 hier an der Stelle gehalten werden kann. Ob wir uns oberhalb stabilisieren können, ob wir uns oberhalb von WeWork stabilisieren können. Und sofern das gelingt, wäre das ein Signal, welches dann eben weitere Aufschläge in Richtung mindestens nochmal der Hochs von gestern, eher vielleicht nochmal in Gefilde 25, vielleicht sogar $26 triggern könnte. Dass dann dieses Chase einfach auf den Weg gebracht wird, nach diesem potenziellen Volumen-Wettbewerb,
beziehungsweise Konsolidierungsbreakout, den Ford hier entsprechend auf den Weg gebracht hat. Also durchaus ein interessanter Artikel im Titel, der eben auch für in Anführungsstrichen Einsteiger im Equities-Bereich ganz interessant ist, weil eine Aktie, die eben hochliquide ist und die sehr, sehr gut dann auch die Möglichkeit bietet, entsprechend eben Risiken zu kalkulieren, die sehr sauber, sehr trendstabil eben tatsächlich läuft und die sich aus rein technischer Perspektive eben durchaus interessant eben tatsächlich darstellt. So, das also zu Ford. Gold, na klar, Gold. Da müssen wir einen Blick drauf werfen. Gold hat nach seinem Durchschnaufen zum Jahresbeginn, so möchten wir das mal vielleicht formulieren. Ganz kurz noch einen Blick übrigens. Das ist eine interessante Frage. Bevor wir zu Gold kommen, Goldschenk fragt gerade, ob wir hier nicht ein potenzielles Top im Nasdaq zu sehen bekommen. Wären wir oder könnten wir durchaus, und zwar hier im Daily, könnte man durchaus zu dem Schluss kommen. Also, dass man hier ein potenzielles Doppeltop sich ausbilden sieht, aber dass da wirklich von einem Doppeltop gesprochen werden sollte, dafür würde ich gerne sehen, dass wir unter hier dem Bereich 15,5 fallen, beziehungsweise aus diesem Aufwärtstrendkanal ausbrechen. Dann wäre das für mich ein bestätigtes Doppeltop. An der Stelle ist es erstmal nur ein Antizipieren, dass sich eins herausbilden könnte. Und in der Konstellation ist dann jetzt erstmal abzuwarten, ob es zu einem Push unter 16.000 kommt. Und sofern das nicht stattfindet, sondern wir stattdessen uns wieder in Richtung 16.4 aufmachen, oberhalb schließen, würde ich hier nicht davon ausgehen, dass es sich da um Doppeltop handelt. Also Doppeltop ist in dem Moment erst bestätigt. Bis dahin gilt es, das auch abzuwarten. In dem Moment, wenn wir eben hier das letzte sich herausgebildete relative Tief, in dem Fall um 15.5 ungefähr verlaufend, verteidigen können, beziehungsweise übergeordnet, wenn wir dann aus diesem Aufwärtstrendkanal ausbrechen würden. Dann würde ich hier von einem Doppeltop sprechen. Bis dahin ist das, wenn wir darauf spekulieren würden, eine Spekulation darauf, ein Vorwegnehmen, aber noch kein bestätigtes Doppeltop an der Stelle. Auch eine interessante Frage. Ich schiebe die ein bisschen hinten an. Also wir gehen erstmal kurz auf Gold ein und dann nehme ich von Martin den Ball hier auf mit dem Euro bzw. dem japanischen Yen. Ist mir gestern auch aufgefallen. Der japanische Yen, der deutlich unter Druck gelangt oder gerät aktuell. Schauen wir gleich mal drauf. Also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wobei meine erste Tendenz in Richtung Zins geht. Hier ganz besonders die Korrelation des 10-jährigen Zinses zum Dollar-japanischen Yen und dass es dann so einen Cross-Pair-Effekt gibt. Aber da schauen wir gleich mal kurz drauf. Zunächst einmal ein kurzer Blick auf Gold. Und zwar hatten wir ja diesen kurzen Flush, so nennen wir ihn mal, am Montag. Wir hatten schon hier ja thematisiert, im Morning Meeting am Montag, hatten wir thematisiert die Region 1830, 835 auf der Oberseite und hatte gesagt, naja, das ist so eine Linie im Sand. Das war so ein potenzieller Fehlausbruch hier vielleicht durch die Inflationszahl im November war es. Dieser kurze Push drüber. Wir haben uns nicht drüber halten können. Eventuell war das ein Fehlausbruch, beziehungsweise dann der Abgabedruck, der danach auf den Weg gebracht wurde und der Push zurück unter 1800, der durch ganz besonders eben den Optionsmarkt dort und die Bullion Banks, beziehungsweise eben den Papiergoldmarkt initiiert worden ist, um da nicht in Schwulitäten zu geraten, in Anführungsstrichen im Hinblick auf eben Absicherungsgeschäft und dergleichen. Das war durchaus legitime Spekulation, denke ich mal. Aber die 1830, 835 Region bleibt eben durch diese Signifikanz, die sich hier herauskristallisiert hat, im Juli, August bzw. September, bleibt die eben definitiv gegeben. Wir haben, wie gesagt, erstmal den Top-Out gesehen zum Wochenbeginn und dann eben diesen Flush-Moment in Richtung und auch unter die 1800, die aber recht zügig zurückerobern können. Und besonders gestern haben wir dann gestern hier einen sehr, sehr starken Push gegen dieses Level gesehen, trotz der zeitgleich anziehenden Zinsen. Und das darf schon legitim als Stärke interpretiert werden. Im Kontext, wie gesagt, Jolts und dann auch ganz besonders ISM Manufacturing ab 16 Uhr, muss ich ganz ehrlich gestehen, ist das eher eigentlich ein deutlich bullisches Signal, weil es nämlich diesen stagflationären Gedanken eben begünstigt. Und da wir uns jetzt hier oberhalb der gestrigen Tageshochs konsolidieren zeigen können, könnte es durchaus sein, dass wir mit Rückeroberung hier dieses, ich nenne mal dieses wichtigen Support-Levels, das sich herauskristallisiert hat um 1820, nochmal mindestens Potenzial bis Richtung der 830, 835er Region sehen und dann vielleicht zügig zeitnah nochmal eine Attacke auf den 835er Region mit Break höher zu sehen kriegen. Und wie gesagt, die global fundamentalen Trigger, die haben wir hier heute durch die ADP-Zahlen 14.15 Uhr.
Heute Abend vielleicht nochmal durch das Sitzungsprotokoll seitens der FED. Ob das jetzt so viel Neues hervorbringt, müssen wir mal abwarten. Um 20 Uhr, wie gesagt, wird dieses Sitzungsprotokoll der letzten Zinsentscheidung aus dem Jahr 2021, aus dem Dezember veröffentlicht. Mal schauen, ob dort in irgendeiner Form, sich in irgendeiner Weise irgendetwas in die Richtung herauskristallisiert, was eben darauf hindeutet, dass vielleicht der geldpolitisch restriktivere Kurs sich nicht derart darstellt, wie er dort im Anschluss an diese Ankündigung, Verdoppelung des Tapers und dergleichen gezeigt hat. Oh, Moment, Verzeihung, das war der falsche. Ich wollte gar nicht das Open Interest, ich wollte das FedWatch Tool. Wir wissen ja, dass wir bereits im März damit rechnen sollten, dass wir auf Null mit den Anleiheaufkäufen zurückgefahren sind. Bis dahin sehen wir auch noch keine Spekulation hinsichtlich, ja, obwohl, doch, 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 relativ deutlich eigentlich. Wir haben 60% Wahrscheinlichkeit, dass wir auf Null zurückfahren, die Anleiheaufkäufe und gleich eine Zinsanhebung 25 Basispunkte zu sehen bekommen. Jetzt gucken wir mal ganz kurz in Juni. Mehr als 50% erwarten dann den zweiten Zinsschritt schon hier auf der Sitzung im Juni. Im September wahrscheinlich neutral und dann im Dezember sollte sich die konjunkturelle Situation günstig darstellen. Ja. Da wäre dann der dritte Zinsschritt zu erwarten. Das hatte sich ja aus dem Dotplot herauskristallisiert. Ja, das passt relativ gut. Also das heißt, im Endeffekt, also man könnte das dahingehend interpretieren, dass man sagt, Taper zurückgefahren. Wir haben den ersten Zinsschritt gleich mit der Rückführung auf Null um 25 Basispunkte Zinsanhebung im März. Zweiter Zinsschritt im Juni. Das lässt man besonders dann wahrscheinlich darauf zurückführen, dass man oder argumentiert es darauf zurück, dass man sagt, naja, Inflationsdruck, der sich aufbaut, wir müssen dem entgegenwirken. Dann schauen wir mal, wie die Wirtschaft damit umgeht. Also das heißt, sind diese restriktiven geldpolitischen Aussichten in der Lage, auch die Volatilität im Equities-Bereich und dergleichen niedrig zu halten? Dann haben wir im September mal ein Aussetzen und dann lassen wir einfach mal auf uns wirken, in Anführungsstrichen. Und dann, sofern sich die Situation weiter solide darstellt, kommt der dritte Zinsschritt dann, so wie ausgehend vom Dotplot eben erwartet, kommt er dann im Dezember. So könnte man den Ablauf in Anführungsstrichen dann rhetorisch wahrscheinlich zusammenfassen oder beziehungsweise könnte das so grob skizzieren, was da so die Intention ist, dass man diesen geldpolitischen Pfad eben beschreitet. Was jetzt interessant wäre oder ist natürlich in dem Zusammenhang, dass man diesen skizzierten Ablauf, den man jetzt aus dem letzten Dotplot beziehungsweise letzten Zinssitzung der FED im interpretieren könnte oder ziehen könnte, dass man jetzt in irgendeiner Form sagt, na ja, schon, aber vielleicht erstmal in der ersten Hälfte, um dem Inflationsdruck entgegenzuwirken und die zweite, da gucken wir mal. Allerdings muss dann eine deutliche Aufhellung des wirtschaftlichen Umfeldes sich dergleichen eben herauskristallisieren. Das wäre dann in der Lage, in Kombination wieder mit den letzten, also gestrigen Zahlen zum ISM Manufacturing, aber auch zum JOLTS beispielsweise oder auch den ADP-Zahlen, in der Lage dann zu sagen, naja, so prosperieren sieht es da jetzt nicht aus am Arbeitsmarkt oder auch in der Konjunktur generell. Die nimmt so ein bisschen Momentum, also verlieren wir so ein wenig. Das könnte dann in Verbindung eben mit dem Sitzungsprotokoll heute Abend, vielleicht weniger durch die ADP-Zahlen 14 und 15, sondern eher um 20 Uhr, diesen Push in Richtung dann hier nochmal der 8:30 und auch den Break höher vielleicht vorbereiten. Warten wir aber mal ab. Also ich würde jetzt erstmal das im Hinterkopf behalten, würde einen Gameplan ausgehend davon formulieren, damit ich weiß, wie ist mein skizziertes Szenario oder beziehungsweise das Umfeld, in dem wir uns befinden. Und dann würde ich eben jetzt mal warten, wie die News reinkommen, wie der Markt darauf reagiert und ausgehend davon einen Gameplan beziehungsweise eine Trade-Hypothese eben formulieren, welches dann sollte denn dann in diesem Zusammenhang Gold diesen Breakout vorbereiten, eher die Long-Seite favorisieren würde, aber wie gesagt, da müssen erstmal diese diversen Puzzlestücke sich entsprechend vor mir präsentieren, dass ich da zu diesem Schluss eben tatsächlich komme. Aktuell ist es erstmal ein positives Signal, dass wir uns hier oberhalb der gestrigen Hochs halten können. Jetzt müssen wir mal schauen, ob wir die 820 rausnehmen, dann warten wir auf den fundamentalen Trigger und dann let's take it from there. Also dann gucken wir einfach morgen nochmal drauf, wie sich das Bild dann entsprechend darstellt. Aktuell bin ich jetzt noch nicht wirklich willens, mich hier in irgendeiner Form zu positionieren. So, das ist also die Situation, wie sie sich in Gold darstellt. So, jetzt gucken wir ganz kurz mal auf den Euro zum US-Dollar. Da hat sich das Bild unwesentlich verändert. Da sind wir verhältnismäßig neutral, beziehungsweise sehr klar neutral gegenüber dem US-Dollar. Aber im Dollar-japanischen Yen wiederum, da stellt sich das Bild komplett anders dar. Da haben wir statt eben dieser neutralen Tendenz, dieses Seitwärtspanels, wie es im Euro-US-Dollar steht, da sehen wir eben an dieser Stelle aktuell, dass sich hier ein Bruch auf neue Hochs, also tatsächlich sogar Vierjahreshochs, herauskristallisiert hat. Und zwar sind das die höchsten Stände seit
Ja, seit Post der Wahl Donald Trumps damals. Also das war 2016. Dieser Drive höher, der ist damals getragen worden durch die Wahl Donald Trumps und dem Ausblick, dass eben wir einerseits einen eher restriktiven geldpolitischen Kurs seitens der Fed haben erwarten dürfen, aber darüber hinausgehend eher fiskalpolitische Stimuli erwartet werden durften, die eher inflationstreibend und dadurch eben den Zins auch auf der Oberseite performen lassend sich dargestellt haben. Und das hat dann dazu geführt, dass damals der Dollar-japanische Yen, der noch in der Wahlnacht um fast 100 gehandelt wurde, innerhalb kürzester Zeit auf fast 120 angezogen ist. Toppen dann aus. Wir haben dann durch diesen eher geldpolitisch lockereren Kurs seitens der Fed auch und das beziehungsweise der entsprechenden Rhetorik und so weiter, haben wir da kein weiteres Momentum auf der Oberseite gesehen. Aber das nochmal ganz kurz, um das historisch einzuordnen. Das sind jetzt die höchsten Niveaus, auf die wir hier vorgedrungen sind seit dieser Zeit, also Ende 2016. Und das ist dann, also im Kern beinhaltet das schon das, was ich gerade eben sagte, wo da derzeit die Stärke im japanischen, im Euro in Relation zum japanischen Yen herkommt. Also, ich will das mal vielleicht hier ganz kurz einfangen. So, jetzt ist mal ganz kurz hier rüber. Also, beziehungsweise, wir machen noch was anderes, um das Ganze noch mal ein bisschen auszuschmücken und das noch zu ergänzen. Euro-japanischer Yen, den wollen wir auch mal ganz kurz da reinholen. Der präsentiert sich auch eher hier offensichtlich long. Also kann man deutlich erkennen, wir sind aus dieser Range sind wir ausgebrochen. Das projizierte Kurs, ja, hatten wir gesagt, wenn wir über, und hat stattgefunden tatsächlich im Dezember, wenn wir aus dieser Range auf der Oberseite ausbrechen, haben wir mindestens Potenzial bis in Richtung der 130er Gefilde. Das war um 128, 129. Wir erinnern uns dran. Ich glaube, da hat Martin auch eine Frage zugestellt, Euro-japanischer Yen. Und ja, also wir haben diesen Bereich hier, das war kurz vor Weihnachten um 127,50 halten können. Das war Risk-Off-Marktumfeld und dergleichen, welches dann auch im Tech-Bereich sich wiedergespiegelt hat. Und dann, als die Sorgen sich legten im Hinblick auf, was war es, Omikron, Lockdown etc., kam es zu einem Retest der oberen Range-Begrenzung und Bruch höher mit Halten entsprechend, der dann auch das anvisierte Kursziel hier hat ablaufen lassen. Und also, wenn wir in dem Zusammenhang, also Euro, US-Dollar, ich mache das gleich mal größer. Der ergibt sich ja aus Euro-japanischem Yen multipliziert mit Dollar-japanischem Yen, beziehungsweise das müssen wir hoch minus 1 rechnen, logischerweise, weil wir brauchen ja den japanischen Yen, der sich dann entsprechend hier rauskürzt, damit wir auf Euro-US-Dollar kommen. Also sind wir eher bei japanisch USD. So. Einen Augenblick, jetzt machen wir mal groß. Können wir auch was erkennen. Zack, 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 zack. So, und jetzt sehen wir durch die Zinsentwicklung, 10-jährige US-Zinsen, sehen wir hier einen ganz offensichtlichen Push. Mal gucken, kann man das vielleicht einzeichnen sogar? Ich probiere mal was. Ich probiere mal was. Also den sehen wir stabil. Den Kollegen sehen wir, ich gucke mal kurz, einfügen. Gibt es da einen Pfeil nach unten? Symbole. Gibt es einen Pfeil nach unten? Weitere Symbole? Ja, den gibt es. Den einfügen. So. Ne? Also, wir haben einmal stabil, wie wir es gerade gesehen haben, Euro-US-Dollar. Wir sehen, vielleicht können wir den auch farblich machen. Den machen wir mal rot. Den machen wir mal blau. So. Und das ist das, was ich gerade mit Cross-Pair-Betrachtung meinte. Damit der neutral bleibt, muss natürlich folgerichtig euro-japanischer Yen an der Stelle steigen. Also im gleichen Verhältnis wie japanischer US-Dollar eben tatsächlich fällt. Und so, jetzt gucken wir mal kurz. Weitere Symbole. Den machen wir. Wo haben wir den? Da oben. Moment. Haben wir hier nicht einfach einen Pfeil, der nach oben geht? Wäre jetzt auch zu schön, um wahr zu sein, oder? Da ist er. Sehr gut. So, also, da muss logischerweise der Pfeil nach oben gehen. So, damit eben diese Gleichung erfüllt bleibt. Und da es sich beim US-Dollar um das meistgehandelte Währungspaar handelt, besonders jetzt auch eine extrem hohe hohes Interesse im Euro-US-Dollar besteht durch eben die Saisonalität aktuell und die Kapitalzu- bzw. Abflüsse und so weiter. Naja,
Also folgerichtig ist es dann so, natürlich haben wir auch ein hohes Interesse hier volumentechnisch mit Sicherheit messbar im US-Dollar-japanischen Yen. Das wird aber nicht an den Euro-US-Dollar heranreichen. Folgerichtig ist es so, dass hauptsächlich, um den Gedanken zum Ende zu bringen, hier der Fokus auf dem Euro-US-Dollar einfach liegt und den stabilen Gegebenheiten, welches dann dazu folgt, führt, dass wir in dieser Cross-Pair-Betrachtung einfach hier den Euro-japanischen Yen anziehen sehen. Also der Euro zum japanischen Yen besser performt. Ich verstehe schon, worauf du hinaus willst. Also im Kern meinst du wahrscheinlich, dass du sagst, naja, es sind da zwei Nullzinswährungen, also oder Negativzinswährungen sogar in dem Zusammenhang und potenzielle Vehikel für Carry-Trades. Also wenn der Yen abverkauft wird, warum bleibt der Euro dann stabil in dem Zusammenhang, weil die ja eigentlich in Anführungsstrichen das gleiche Spiel spielen. Im Fall oder in diesem Fall ist es tatsächlich so, wie gesagt, dass eben das übergeordnete Bild hier wahrscheinlich wesentlich mit dazu beiträgt, diese Cross-Pair-Betrachtung, die dann eben hier dafür sorgt, dass die Kapitalströme im Euro-US-Dollar, also Ströme, Zuflüsse, Abflüsse, beziehungsweise im US-Dollar-japanischen Yen einfach in der Lage sind, hier den Euro-japanischen Yen deutlich zu überkompensieren. Und der im Grunde genommen nur dann sich im Windschatten präsentiert. Also das heißt einfach nur zum Spielball der größeren Währungen, der größeren Major Currency Pairs, also Euro, US-Dollar und Dollar, japanischem Yen eben tatsächlich wird. Also so würde ich das aktuelle Thema tatsächlich interpretieren. Ja. Also, ich hoffe, dass das die Frage beantwortet. Wir können mal kurz noch einen Blick werfen, auch wie gesagt, wenn das nicht besonders spektakulär ist, ehrlich gesagt, gar nicht spektakulär ist. Natürlich hier im Euro-US-Dollar, Dollar-japanischer Yen, Pull, in dem wir jetzt gerade zu sehen bekommen. Interessanter Bereich hier potenziell, die Region um 115,50 vielleicht. Also, das heißt, ich gehe eher davon aus, wirklich, dass der Zins eher sich bullisch präsentiert, beziehungsweise. Dann wiederum, nicht nur, dass der Zins sich bullisch präsentiert, also eigentlich befindet sich der japanische Yen in einer Lose-Lose-Situation. Der ist einerseits abhängig von eben dem anziehenden Zins, also sprich, eben du hast anziehende Zinsen, die dann Carry-Trades eben befeuern, in Anführungsstrichen, wo man nämlich dann sagt, okay, wir verschulden uns billig in japanischen Yen und transferieren das in höher verzinste US-Dollar. Das ist ein Gedanke. Und selbst wenn dieser Gedanke nicht sich derart widerspiegelt, oder nee, beziehungsweise dieses anziehende Momentum in US-Zinsen ganz besonders sich beginnt jetzt abzuschwächen, eben durch zum Beispiel Eintrübung der konjunkturellen Daten, die kommuniziert werden, ist es dennoch so, dass wir natürlich dann in einem potenziellen Risk-On-Marktumfeld, also das heißt kurzes Durchatmen, Mini-Sturm im Wasserglas im Tech-Bereich beispielsweise, dieser kurze Dip und dann aber das erneute Aufdrehen und im Nasdaq dann zurück über das 16.400er-Level laufen, dass das dann auch wiederum Carry Trades eigentlich begünstigt und Abverkäufe im japanischen Yen befeuert, was unterm Strich dazu uns kommen lässt. Egal wie es kommt, es scheint aktuell bearish für den japanischen Yen zu sein. Also sprich Rücksetzer, die wir jetzt hier sich stabilisierend dann gegen die 115,50er Regionen sehen, würde ich tatsächlich eher long handeln. Mit dem Ziel, dass es dort zu einem erneuten zeitnah Lauf in Richtung der 116 Break über dieses Niveau kommt. Vielleicht sogar, dass dann diese, nennen wir sie jetzt mal, Trump-Übertreibungshochs damals aus November, Dezember 16 bzw. auch Januar 2017, dass diese angelaufen werden, also die Region um 100, 118 vielleicht dann sogar angelaufen wird. Und ja, du kommst verhältnismäßig eigentlich mit einem relativ engen Stop rein in so einen Trade. Also CHV scheint durchaus attraktiv zu sein. Die Devisen sind jetzt nicht unbedingt der attraktivste Markt aktuell durch die niedrige Volatilität, aber nichtsdestotrotz am Dollar-japanischer Yen besonders eben durch seine Zinssensitivität sehr trendstabil. Also das heißt, du weißt spätestens bei einem Drop zurück und halten unterhalb von 115, dass du falsch bist. Das ist ein potenzielles Risiko oder das Level, gegen das du riskierst. Und auf der Oberseite gehst du eben auf die Region um 118. Ja, das wäre es soweit dann auch zum Devisenbereich gewesen. DAX auf dem Weg in Richtung Allzeithochs. Ungebremst die Dynamik auf der Oberseite. Ja, jetzt natürlich CRV-technisch mega unattraktiv. Ne? Jetzt würden wir gerne einen scharfen Pullin sehen. Sollte der sich jetzt aus welchen Gründen auch immer herauskristallisieren, dann ist die 16.190, 16.200er Region natürlich von hohem Interesse an dieser Stelle. Eventuell sehen wir auch ein Konsolidieren knapp unterhalb der 16.3. Auch interessant aus Breakout-technischer Perspektive, weil wenn dann nämlich der bullische Impuls seitens der US-Märkte kommt, das wäre dann nicht hier, sondern jetzt hier so ein Konsolidieren, eine enge Konsolidierung. Dann hast du hier ein Umfeld, wo der bullische Impuls durch die US-Märkte getriggert wird, durch ja, dieses Abschütteln des gestrigen Schockmoments, in Anführungsstrichen, wo du mit einem recht engen Stop in solch einen Trade reinkämst und wo du dann auf eine Squeeze auf der Oberseite gehst, die uns vielleicht sogar nochmal
100, 150, 200 Punkte, bisschen gefiltert um 16.500 in den kommenden Tagen eben tatsächlich tragen könnte. Also auf jeden Fall sollte man sich gut überlegen, ob man aktuell, auch wenn man skeptisch ist in Bezug auf den DAX, aber sollte man sich, glaube ich, gut überlegen, ob man hier in dieses derzeitige bullische Momentum reinschortet, weil das relativ stark ist. Also wie gesagt, übergeordnet bin ich sehr skeptisch und ich glaube, das lässt sich auch durchaus legitim und solide argumentieren, aber nichtsdestotrotz, in dem Moment gibt dir halt der Markt den Takt vor und der ist ganz klar eben long und demnach sollten wir uns nicht gegen dieses Momentum stellen, sondern eher uns im Windschatten dann dieses jetzt aufnehmende Momentums eben hier positionieren. Ja, das wäre es meinerseits gewesen. Dann hoffe ich, dass ihr ein bisschen was mitnehmen könnt, dass ich alle Fragen beantwortet habe. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like hier, abonniert gerne den Kanal und wir hören uns wieder morgen, Donnerstag, den 6. Januar 2022, gemeinsam mit Markus. Wir müssen einen Blick auf die Märkte gönnen. Schauen wir mal, wie sich der Tech-Bereich heute, wie gesagt, präsentiert. Ich bin gespannt. Habt Ford auf dem Schirm. Ist jetzt nicht der spektakulärste Titel, aber könnte durchaus noch mal ein paar Meter machen auf der Oberseite. Und soweit meinerseits. Also, wir lesen voneinander. Ich freue mich drauf. Wir hören morgen voneinander. Ich freue mich erst recht drauf. Und bis dahin, happy trading. Passt auf die Stops auf. Habt euch wohl. Macht's gut. Bis dann. Und tschüss.